Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht ein kleiner Nachsatz zu diesem Thema und möchte Sie auch oder uns auch zum eigentlichen Inhalt des Tagesordnungspunkts zurückführen, nämlich zu einem Rechnungshofbericht, der uns vorliegt und ein bisschen weg von irgendwelchen Schwadroniereien, die wir jetzt ja gehört haben. Dieser Rechnungshofbericht ist auf der einen Seite erwartbar, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, auf der anderen Seite ja niederschmetternd für alle, die dieser, und ich nenne das Wort einfach beim Namen, Klimahysterie, das Wort reden. Das Burgenland soll ja laut SPÖ-Alleinregierung 2030, ich habe das unter Anführungszeichen gesetzt, klimaneutral sein, was auch immer das genau bedeuten soll. Dazu sagt der Landesrechnungshof Folgendes. Erstens einmal, die gesetzliche Verankerung fehlt. Das ist in reinen Ankündigungen, ergeht sich das, ist im Prinzip eh egal, aber es wird halt festgehalten. Zweitens, das Land definiert keine Wirkungsziele. Es gibt zwar 124 Maßnahmen, man weiß aber nicht, was man damit erreichen will. Also insofern ist es ja schon denklogisch, dass diese Maßnahmen nur leeres Blabla oder leerer Aktionismus sein können. Drittens, aussagekräftige Indikatoren fehlen. Es ist also schwieriger, Erfolg zu messen. Das ist ungefähr so, ich laufe in eine Richtung, ich weiß aber nicht, wie weit, ich weiß auch nicht, wo ich dort sein soll und ich weiß auch nicht, wo das Ziel ist. Also ist das irgendwie schwierig, da irgendwas an sich selbst, am Land oder sonst irgendwas zu arbeiten. Viertens, die Überprüfbarkeit der Wirksamkeit ist nicht gegeben. Das ist logisch aus dem dritten Punkt. Es fehlen ja konkrete Ist, aber selbstverständlich auch die Sollwerte, also diese berühmt-berüchtigten Ziele. Fünftens, eine Festlegung des finanziellen Rahmens im Landeshaushalt fehlt. Das Thema Blackbox oder Fass ohne Boden oder wie auch immer, haben wir hier schon öfters debattiert. Das trifft natürlich auch auf die Klimathematik zu. Und sechstens, eine Kostenkontrolle und eine transparente Kostendarstellung fehlt, beziehungsweise ist ja gar nicht möglich, weil man ja nicht weiß, wohin man will. Hauptsache, das Geld wird beim Fenster rausgeworfen. Das Land gibt an, eine vereinheitliche Darstellung über CO2-Äquivalente gewählt zu haben. Der Landesrechnungshof dazu stellt dazu die Frage, wie der effiziente Mitteleinsatz mangels solcher Wirkungsziele denn überhaupt messbar sein kann. Und das ist nun einmal der Job, eigentlich nicht nur des Rechnungshofs, sondern auch der Politik, darauf zu achten, dass, wenn man schon Geld ausgibt, das in irgendeiner Form auch von Effizienz begleitet sein sollte. In dem Fall kann es das gar nicht. Also insofern kann das natürlich nur daneben gehen. Und wenn man sich einmal fragt, na, was kann denn überhaupt ein Wirkungsziel sein? Das ist ja vielleicht einmal ein bisschen ein philosophischer Zugang, dann kann es ja eigentlich nur eines sein, und zwar die Veränderung der globalen Temperatur. Denn wenn man beklagt, dass die globale Temperatur steigt, Erhitzung oder Verkochung oder was es da alles an Superlativen gibt, Erwärmung, dann kann es ja eigentlich nur das Ziel sein, diesen globalen Temperaturanstieg entweder einzudämmen oder die globale Temperatur vielleicht zu senken. Und daher muss ich immer die Frage stellen, wenn ich Geld ausgebe, was bewirkt das im Hinblick auf die globale Temperatur? Und das Problem ist, genau diese Antwort ist nicht möglich. Zum einen, weil die Modelle nicht funktionieren, zum zweiten, weil die entsprechenden Ziele nicht definiert sind und zum dritten, weil das Ganze natürlich ausschließlich eine Ideologie ist, aber keine handfeste Politik. Und wenn man da spricht von Investitionen, wenn man sich ein bisschen umhört, auch in anderen Ländern, in anderen parlamentarischen Gremien, wird ja nicht nur im burgenländischen Landtag debattiert. Einer, das gefällt mir immer sehr gut, gibt im US-amerikanischen Senat einen Senator namens John Neely Kennedy. Dort werden Ausschüsse und Befragungen und so weiter öffentlich übertragen. Das kann man in YouTube nachschauen. Und der hat sich dort sozusagen irgendwie da zur Aufgabe gemacht, Minister oder Ministerinnen, Experten, Professoren, was auch immer, wer da sozusagen als Auskunftsperson vorgeladen wird oder sich zur Verfügung stellt, dazu zu befragen. Das hat ungefähr, weiß ich nicht, gefühlte 10 Fragerunden gebraucht, bis man von einem erfahren hat, wenn die USA bis ins Jahr 2050 klimaneutral sein sollen, was kostet denn das? Da waren ungefähr, weiß ich nicht, 20 oder 30 Expertinnen und Experten, die haben das alle nicht sagen können, bis sich einer dazu hinreißen lassen hat, das Zahl zu sagen, das kostet 50 Billionen Dollar. Das sind 50.000 Milliarden Dollar, damit wir mal nur eine Größenordnung haben. So, und jetzt die zweite Frage an die gleichen Experten und natürlich haben viele, viele Dutzende andere, die noch folgen. Okay, wir investieren 50 Billionen Dollar bis ins Jahr 2050. Um wie viel senkt das die globale Durchschnittstemperatur? Denn das ist ja das Wirkungsziel. Und allesamt Dutzende, Hunderte Experten, Regierungsmitglieder, was auch immer, können nur eine Antwort geben: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
Und daher kann es gar kein Wirkungsziel geben. In den Vereinigten Staaten genauso wenig wie in der EU oder in Österreich oder auch nur im Burgenland. Hier investieren wir zwar nicht 50 Billionen Dollar, aber wahrscheinlich 50 Millionen Dollar, ohne jeden Nachweis auf Output, ohne jeden Nachweis auf Effizienz, einfach nur um stimmungsmäßig ein bisschen mit dem Strom schwimmen zu können. Und die Frage, was ist passiert, wie der Kollege Spitzmüller gesagt hat, also wenn ein Land wie die USA, das wird in der EU nicht viel anders sein, ist ja vom Wirtschaftsraum vergleichbar groß, 50 Billionen Euro oder Dollar oder was auch immer rauswirft für irgendwelche Maßnahmen, ich glaube, da gibt es genug Opportunitätskosten, nennt man das, was man um dieses Geld denn sonst alles bewirken hätte können, was wahrscheinlich tausendmal sinnvoller wäre, als das in solche Klimahysterie zu stecken. Daher kann es nur eine Schlussfolgerung geben, diese Klimahysterie muss ein Ende haben. Sie verursacht enorme Kosten. Da gibt es also ein schönes Plakat über die deutschen Grünen. Sie wissen, Ampelkoalition, Grünen spielen dort ja eine entsprechende Rolle. Da gibt es ein Plakat, wo aber draufsteht, wir machen alles platt, ja, also mit dem Vizekanzler und mit den Ministern. Das ist auch das, was in Deutschland bewirkt wird, Deindustrialisierung. Jeder, der ein bisschen industrielle oder gewerbliche Produktion machen will, flieht aus der Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile gibt es auch Informationen, dass auch das mit dem Atomausstieg da getürkt ist. Ich weiß, das ist in Österreich vielleicht kein gar so gängiges Thema, aber in Deutschland, wo man natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auf die Atomkraft setzt, schon. Es gibt aber auch hierzulande inflationäre Tendenzen, die CO2-Steuer, die man immer wieder stolz vor sich herträgt. Auf der einen Seite sagt man, die gibt man ja eh zurück, was bringt es dann? Und auf der anderen Seite, was soll es überhaupt bringen, wenn man in Zeiten einer Rekordinflation noch eines draufsetzt, man verteuert die Nova und vieles andere mehr, bis hin zu den entsprechenden Energiemix. Wir kommen hier in diesem Raum schon mal debattiert, zum Beispiel das Thema Kohleausstieg. Sie wissen, Europa ist ja aus der Kohle ausgestiegen. Was ist passiert? Der Preis ist gesunken. Was ist passiert? China, Vietnam, Indonesien bauen 600 neue Kohlekraftwerke, natürlich ohne die entsprechenden Filter, natürlich ohne die entsprechenden chemischen Reinigungsanlagen. Und das Ganze bringt dem Weltklima gar nichts. Ja, also das sind alles planwirtschaftliche Maßnahmen, die natürlich hinten und vorne nicht zusammenpassen. Daher, wir werden diesem Bericht selbstverständlich zustimmen und ihn zur Kenntnis nehmen. Wir erhoffen uns aber betreffend dieser evidenten Ziellosigkeit, die hier aufgezeigt wird, auch ein bisschen mehr Deutlichkeit des Rechnungshofs, dass jeder Euro, der in dieses Dilemma da gesteckt wird, ein verlorener und versenkter Euro. Danke, Herr Abgeordneter.